So Leute, da sind wir beim nächsten Opening und ich habe nochmal ein From the Vault bekommen. Das ist mittlerweile ja ziemlich schwierig, die Dinger überhaupt an die Finger zu bekommen. Danke dafür. Und ich habe noch ein From the Vault Annihilation. Ist, glaube ich, das günstigste von den ganzen From the Vaults. Ich liebe diese Oberfläche. Und da bin ich nochmal dran gekommen und ich dachte mir, hey, zeige ich es euch. Mache ich es mit euch zusammen auf. Und ja, das ist alles drin. Spoiler. Und ja, 15 Premium-Karten. Mal gucken, wie gecurlt die sind. Weil das war schon gegen Ende von der ganzen From the Vault-Reihe. Und da waren die Foil schon ziemlich kacke. Hier oben wieder mit Würfel. Wir haben die ganz normalen Packs. Und viel wichtiger für mich. Ich weiß, für euch weniger. Aber kommen wir mal zur Box. Und zum Inhalt. Wir haben hier ein Poster. Oh Gott, ist das riesig. Das ist Heliod, der Wrath of God tatsächlich. Und hinten drauf haben wir eine Beschreibung, die ich ein wenig mit euch durchgehen werde. Und ja, Entschuldigung, ich bin ein bisschen weit weg vom Mikro gerade gewesen. Es tut mir leid, ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Hier werde ich immer wieder reinlunsen und ein bisschen Informationen klauen, die ich nicht hundertprozentig weiß. So, packen wir erstmal hier Plastik aus. Hier ist der Würfel. In einem wunderschönen Orange mit dem komischen Symbol. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie dieses Symbol da. So gehört es da rein. So. Ja. Wunderschönes Orange, wer es mag. Und hier haben wir unsere drei Packs, die wir jetzt durchgehen werden. So, das tue ich alles schon wieder beiseite. Gucken wir uns mal From the Vault an. Ich mag From the Vault. Ich mag das From the Vault Foiling. Es ist sehr krass, wie ihr seht. So ein richtiges Rainbow Foil. Und ich würde sagen, wir gucken uns das erste Pack an. Ja, ihr wisst, From the Vault ist anfällig für Curling und habe es auch schon hier drin gecurlt. Und deswegen gucken wir uns mal an. Und ihr wisst auch, ich bin super schlecht da drin an solchen Strings. Oh mein Gott, ich habe es tatsächlich hingekriegt. Wow. Gut, wir haben From the Vault. Das sind etwas leicht dickere Karten. Und ja, wunderschön. Wrath of God, 4 Mana, destroy all creatures that can't be regenerated. Ich finde es schade, dass sie dieses Artwork reingenommen haben. Ich hätte ein cooleres Artwork gerne gehabt. Aber Heliod ist okay. Es ist okay. Dann haben wir Child of Alara. War damals ein sehr beliebter Commander, der jetzt noch beliebter geworden ist. 5 Mana, also 5, ein Wuburg, haben wir es früher immer genannt, 6-6 Trampel, Avatar und wenn der stirbt, zerstöre alle Nichtlandpermanenten. Und das Interessante hierbei ist ganz einfach, dass es früher so war, dass legendäre Kreaturen, die ihr als Commander habt, wenn die gestorben sind, konntet ihr die entweder in Friedhof legen, dann wurde der Effekt getriggert, oder ihr habt sie in die Commander-Zone gelegt, dann wurde der Effekt nicht getriggert. Mittlerweile haben sie das geändert, mittlerweile ist das Child ein richtig geiler Commander, weil das triggert auch, wenn ihr ihn in die Commander-Zone legt. Dann haben wir Decree of Annihilation. Hier hätte ich gerne Decree of Pain gesehen. Decree of Annihilation sagt halt für 2 rote, 8 farblose. Man exilt alle Artefakte, Kreaturen und Länder vom Spielfeld. Und alle Karten von Friedhöfen und alle Karten von allen Händen. Für 10 Mana. Das ist ein ziemlicher Boomer. Für 7 Mana Cycle zerstört man alle Länder. Es ist, glaube ich, die beliebteste Karte. Ihr macht euch ultra beliebt, wenn ihr die auf dem Commander-Tisch benutzt. Und auch hier das Foiling. Großartig. Dann haben wir Firespout. Die habe ich tatsächlich mal im Modern gespielt. Ein grün-rotes, also ein Hybrid-Mana und 2 farblose. Die fügt 3 Schaden an jeder Kreatur ohne Fliegen zu, wenn ihr rot bezahlt habt. Oder 3 Schaden an jeder Kreatur mitfliegend, wenn ihr grün bezahlt habt. Ist ganz cool, wenn ihr nur zum Beispiel nur die Fliege abräumen wollt. Das ist eine ganz, ganz coole Karte. Und Fracturing Gust. Eine Commander-Karte, die ich sehr, sehr mag. 3 grün-weiße Hybrid-Mana und 2 farblose. Als Instant ist es halt super stark. Man zerstört alle Artefakte und Verzauberungen. Man kriegt 2 Leben für jede auf diese Weise zerstörte Karte. Hier auch mit dem Rainbow Foil. Richtig, richtig cool. Ich mag dieses Annihilation. Ich mag halt Removal. Und das Ding hat halt gefühlt 3-mal packen Removal. Und ja, deswegen gehen wir direkt weiter. Ich muss mal gerade gucken. Ganz interessant. Fracturing Gust und Firespout sind beide aus Shadowmoor. Und ich glaube, das ist das einzige Set, was doppelt hier drin ist. Wenn man jetzt Armageddon und Wrath of God nicht im selben Set sieht, was ich eigentlich nicht tue, auch wenn die beide theoretisch in Alpha schon drin waren. Und das war ein Spoiler, Armageddon haben wir noch gar nicht gesehen.
Gucken wir uns mal weiter um. Und zwar Living Death. Eine Karte, die mittlerweile so viel Aufmerksamkeit erregt hat. Das ist abartig. Gerade im Commander-Format habe ich die super gerne gemacht. Und ja, ich mag die Karte. Ich mag die Karte. 5 Mana Sorcery. Jeder Spieler exilt alle Karten aus seinem Friedhof. Dann opfert er alle Kreaturen. Und dann bringt er alle Karten, die, die exilt wurden durch diese Karte, ins Spiel. Allein das Artwork. Das Foiling auch selber hier wunderschön. Ich mag dieses Foiling. Und großartige Karte. Sie tauscht einfach Feld und Friedhof aus. Grob gesagt. Und es triggert so viel und es ist einfach, ach, wunderschöne Karte. Ich mag die Karte. Material Coup. Ich wusste gar nicht mehr, dass die hier drin ist. 2 weiße und X. Man legt X-1-1 Soldier ins Spiel. Und wenn X größer ist als 5, zerstört man alle anderen Kreaturen außerhalb dieses Soldier. In weiß ganz cool als Removal. Ja. Ich würde lieber einen Rough Cut Donkey spielen. Da ist das Armageddon, was ich angesprochen habe. Das ist eine wunderschöne Karte. Das Foiling da drauf sieht richtig gut aus. Die Karte ist sehr unbeliebt. 4 Mana, zerstöre alle Länder. Mehr sagt die Karte nicht. Genau wie Wrath of God alle Kreaturen zerstört, zerstört das Ding alle Länder. Oh, wunderschön. Dann haben wir Burning of Xinyi. Die war, als dieses Set rauskam, bockteuer, weil das ist eine Portal Free Kingdom Karte. Und ja, die war selten. 6 Mana, Sorcery, man zerstört 4 Länder, die man kontrolliert. Dann wählt man 4 Länder, die ein Gegner kontrolliert und dann fügt man jeder Kreatur 4 Schaden zu. Und ja, also man zerstört 4 Länder, die man selber kontrolliert, zerstört 4 Länder, die Gegner kontrolliert und jede Kreatur kriegt 4 Schaden. Für 6 Mana ziemlich viel, was dabei rumkommt und auch das erste Mal, dass das Ding in voll war. Ich glaube, mittlerweile hat es auch einen List-Reprint, ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. War damals richtig teuer. Und eine Karte, die ich selber im Death in Texas spiele und diese Version hier aus diesem Ding wird auch in mein Death in Texas wandern. Cataclysm. Cataclysm ist eine 4-Mana-Karte Sorcery. Man sagt, also jeder Spieler sagt, ein Artefakt, eine Kreatur, ein Enchantment, ein Land an, was er kontrolliert und opfert den kompletten Rest. Das heißt, am Ende bleibt ein Land, ein Artefakt, eine Verzauberung, eine Kreatur von jedem Spiel auf dem Feld. Es nimmt alle Planeswalker mit, weil damals gab es noch keine Planeswalker, als die Karte rauskam. Und jeder Spieler sucht es für sich selber aus. Es ist so, so stark, gerade mit Flexstones auf Trokair. So eine gute Karte und ja. Ich mag ja das Foiling und deswegen kommt die tatsächlich in mein Death in Texas Pool rein. Deswegen ist es gar nicht mal so doof, dass ich das aufgemacht habe. Ja, Roiling Earthquake. Sekunde, ich muss was nachgucken. Ha, ich habe Quatsch erzählt. Aber das werdet ihr mir in den Kommentaren schon gesagt haben. Roiling Earthquake ist, glaube ich, die Karte, die ultra teuer war. Und auch die kommt aus Portal Free Kingdom. Das bedeutet, wir haben mehrere Sets, wo mehrere Karten von raus sind. Und ich meine, es wäre die Karte, die sauteuer gewesen wäre und die jetzt einen Reprint im Mystery Booster hat. Schreibt mir das bitte mal unten in die Kommentare, welche von beiden es ist. Ich werde es hundertprozentig vergessen nachzuschauen. Es interessiert mich aber und das wäre nett. Dankeschön. Gucken wir uns Roiling Earthquake mal an. Für ein rotes und X fügen wir X an jeder Kreatur ohne Horsemanship zu. Und natürlich an jedem Spieler. Und naja, Horsemanship ist nicht so häufig. Horsemanship ist sogar ziemlich, ziemlich selten. Und so machen wir halt allen Kreaturen und allen Spielern X Schaden. Für ein rotes Mana und X. Das ist so mächtig. Das ist wirklich mächtig. Ich mag die Karte. Smokestack, die Karte mag ich nicht. 4 Mana Artefakt. Zu Beginn des Versorgungssegments kommt da ein Scout-Counter, ein Sout-Counter drauf. Sout-Counter. Das ist keine Ladungsmarke. Und zu Beginn des Versorgungssegments opfert jeder Spieler ein permanentes für jede Ladungsmarke drauf. Oder Sout-Counter, Entschuldigung. Und ja, das Interessante dabei ist, man kann das so rumstacken, dass man erst opfert und dann eine Marke drauflegt, wodurch man selber beim ersten oder zweiten Mal weniger davon gehittet ist. Das ist ganz cool. Das ist ganz cool. Terminus, habe ich auch vergessen, dass hier drin ist. Wow. 6 Mana, man legt alle Kreaturen unter das Deck mit Miracle. Das heißt, wenn es der erste Zauber ist, den man in einem Zug zieht, dann darf man den vorzeigen und darf den für ein weißes spielen. Interessante Interaktion mit Vanilla-Click, habe ich mal ein Video drüber gemacht, habe ich neulich schon mal erwähnt. Ja, ich mag Miracle-Spells. Upheaval. Upheaval ist, glaube ich, sogar im Commander gebannt. 6 Mana, Sorcery, man bringt alle Permanenten auf die Hand ihres Besitzers zurück. Das heißt, alle Spieler haben alle Permanenten wieder auf der Hand.
Und das ist halt dämlich, wenn man halt so in Turn 20 ist und alle Spieler haben Kreaturen rausgesucht, sie haben Länder rausgesucht, Verzauberungen, Artefakte und dann hat man auf einmal 50 Handkarten, legt Land, ich discarde mal 10 Karten und go. Das ist halt kacke. Und ich glaube, deshalb ist die im Commander gebannt. Ich mochte die Karte, als sie damals für mich visuell rauskam, also im Sinne von, als ich die Karte gefunden habe, fand ich die super cool. Und ja, dann habe ich irgendwann festgestellt, die ist nur für mich cool, wenn ich sie spiele, ansonsten ist sie kacke. Und Virtuous Ruin. Destroy all white creatures für ein schwarzes, zwei farblos. Warum die Karte hier drin ist, weiß ich nicht. Aber das Artwork. Das Artwork ist der Hammer. Ich mag das Artwork auch mit den Ländern, mit der Rüstung vorne drin. Das ist ein wunderschönes Artwork. Auch wenn ich den Effekt nicht mag. Ich mag weiße Kreaturen. Ja. Das ist From the World Annihilation. Wie gesagt, hier ist noch eine Beschreibung drin, aber es wurde die letzten paar Mal ein bisschen negativ aufgefasst, dass ich so viel erzählt habe, wie zum Beispiel, dass Virtual Ruin aus Portal ist und dass alle anti-weißen Waffen überhaupt benutzt würden und so weiter. Und ja, ja. Dementsprechend würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.